Was sind nun meine Erfahrungen zu diesem Billigsdorfer Spätzners Spatennachbau und wie er im Vergleich zu einem Markenglockspaten abgeschnitten hat? Ja, das erfährst du jetzt. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Da ist er nun, der Spätzner-Spaten, dieser Nachbau, den ich eh schon vor einiger Zeit vorgestellt habe. Und der hat mich jetzt das letzte Jahr 2018 begleitet, und zwar wirklich immer begleitet. Und wie du siehst, er hat schon das eine oder andere mitgemacht, dieser liebe Spaten hier. Denn ich habe ihn bei allen Survival-Trainings dabei gehabt, ich habe ihn bei privaten Touren dabei gehabt und auch im Alltag sozusagen genutzt. So. Ein Spaten ist zum Graben da, klar. Das heißt, wir haben Wurzeln ausgraben, wir haben ihn im Garten verwendet, ich habe ihn für Hidden Shelter verwendet, also all das. So. Wir haben ihn bei den Trainings verwendet zum Holzspalten, zum Holzhacken, zum Entasten zum Beispiel. Ich mache das jetzt nicht bei dem Ahorn, weil es wäre schade, aber Äste abschlagen, null Problemo. Ja. Eis damit gehackt im letzten Wintertraining, zing, 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 zing. Ja. Ich weiß, das ist keine Schneeschaufel, aber Eis damit aufklopfen, das geht super. Damit in die Glut gefahren, also in die Feuerstelle, um heiße Steine herauszuholen für Wasserkochen und andere Anwendungsgebiete. Auch Glut transportieren, ja, von einem Punkt zum nächsten. Hat der alles weggesteckt wie nichts. Schaut zwar ein bisschen aus, aber, und da mag ich jetzt gleich dazu kommen, in der Mitte des Jahres, so im Dauereinsatz sozusagen, sind die Schrauben, die standardmäßig da eingebaut sind, die da unten, die hat sich gelockert. Eh klar, wenn ich Buchenscheiten damit gespalten, macht voll Spaß. Habe ich ja auch schon einmal hergezeigt. Video gebe ich da oben. Jetzt bin ich hergegangen und habe da die rausgedreht und bin drauf gekommen, dass diese Schraubern nur ungefähr bis hierher reingehen standardmäßig. Und das ist halt für die harte Beanspruchung doch ein bisschen wenig. Und jetzt habe ich welche genommen, die bis hierher reingehen und stärker sind. Und seitdem sitzt das bombenfest und tut sich überhaupt nichts mehr. Und yeah. So, und jetzt komme ich auch zum Punkt, warum der Eichelherr da immer herumschreien muss, das gefrasst. Na egal. Auf jeden Fall, weil viele Leute beim letzten Schaufelvideo auch gesagt haben, Reine, oder Spatenvideo, Reine, der Glockspaten, warum? Und der ist so super. Besonders österreichische Zuseher haben sich in ihrer Ehre gekränkt für den Glock. Ja. Schau, ich mag den ja auch. Ja, und ich habe auch den im Einsatz. Es ist ja nicht so, dass der nur bei mir herumliegt und gestreichelt wird. Aber der hat ein anderes Einsatzgebiet für mich. Und zwar, wenn ich rausgehe und weiß, ich will Wurzeln graben und sonst nichts, dann ist der okay, weil ich kann ihn erstens einmal in diese Stellung bringen, das geht bei dem nicht, also ich kann ihn als Hacke verwenden, das ist, ja, kann man glaube ich auch so stellen, aber ist jetzt nicht der Punkt, ich kann ihn schön kompakt zusammenlegen, passt gut in den Rucksack und er ist leicht, er ist wirklich leicht, weil das ist hier Kunststoff, aber wenn ich damit ein Multifunktionalitätswerkzeug haben will, auf das ich halt so stehe, dass ich mit einem Ding viele Sachen erledigen kann, nämlich hacken, am Baum umwetzen damit, dann wird es bei dem hier echt eng. Weil genauso wie bei dem Spaten hier der Schwachpunkt ist, ist er auch da, der Schwachpunkt. Und dieses Scharnierl da, das gibt einfach... Nein, ich merke es ja auch, ich wollte damit einen Stein hebeln, da habe ich gleich gemerkt, also wenn ich das jetzt tue, dann habe ich ein Schaufelblatt und einen Stiel in der Hand. Das passiert bei dem hier nicht. Und daher, jede Ausrüstung hat ihr Einsatzgebiet, ihren Vorteil und Nachteil. Und es liegt nicht, sagt nicht, das ist ein Scheiß oder das ist ein Scheiß, sondern es liegt einfach daran, was du machen willst und was die Anforderung ist. Weil der ist natürlich sperrig und auch deutlich schwerer, aber unkaputtbar. Und da habe ich halt was Leichtes, Kompaktes. Ist immer die Frage, was man damit tun will, und das wollte ich damit beantworten. So. Also, für was ist der hier? Wenn du ein Bushcraft-Tool suchst, wenn du ein Tool suchst, mit dem du, oder ein Survival-Tool suchst, mit dem du viele Dinge tun kannst. Wir setzen den zum Beispiel auch ein bei dem Hidden Shelter-Kurs. Das ist dieser versteckte, getarnte Unterkunftskurs, den ich habe. Da werden wir auch mit diesem Teil hier unter anderem arbeiten. Ich meine, wenn ich etwas brauche, so, wo ich sage, ich muss unterschiedlichste Aufgaben, wie zum Beispiel, ich muss balken, ich muss einen kleinen Baum fällen da zum Beispiel. Ja, da hinten ist so ein, den möchte ich fällen, damit ich zum Beispiel ein Scout-Bit bauen kann für so eine getarnte Unterkunft. Dann kann ich natürlich, kann meine Säge mitnehmen, ich kann meine Axt mitnehmen, ich kann einen lockeren Spaten mitnehmen, ich kann dann, weiß ich nicht,
oder ich habe eins, ja, mit dem ich alles tun kann. Und genau für das ist es da. Dafür ist es natürlich schwerer, ja, ist ganz einfach so. Und das ist das, was ich damit sagen will. Wenn ich nur Wurzeln graben gehen will und sage, ich gehe heute am Abend wieder heim und dann nehme ich das und da ist vielleicht auch der Glocksparten schon überdimensioniert, da gibt es dann noch kleinere zum Kräutersammeln sozusagen, zum Wurzelgraben. So. Genau, das wollte ich damit sagen. Außer ich habe, über einen Spaten lang genug geredet. Aber jetzt, wenn du magst, bist du dran. Ich mag dir nämlich um einen Kommentar bitten. Schreib mal bitte, was du von diesen Spaten hältst, welchen Spaten du einsetzt und das ist jetzt wichtig, wofür du ihn einsetzt, was dein Anwendungsgebiet ist. Dann mag ich dich darum bitten, das wäre super. Schreib mir da unten bitte einen Kommentar dazu. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu den Produkten hier findest du natürlich unten bei mir im Shop, wenn du magst. Ja. Das war's. Ich sag danke fürs Dabeisein. Ja, Abo und auch die Glocke drücken, nicht vergessen. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.